Liebe Zuschauer, guten Tag. Wir sind wieder da mit einem schönen Gespräch, wie wir schon einige gemacht haben. Und wir finden immer wieder neue Themen und haben uns schon für ein zweites Treffen nächstes Jahr verabredet. Ja, heute haben wir noch eins, was wir euch gerne vorstellen möchten. Das ist Kinesiologie. Für die Bauern, nee, die Bayern, die bayerischen Bauern. Das hat nichts mit China zu tun und es sind keine Chinesen, sondern es ist eine Methode, eine sehr interessante Methode. Und ja, der Norbert hat sich lange damit beschäftigt. Das ist ein fester Bestandteil deiner Arbeit. Eigentlich so habe ich den Eindruck, eine Grundlage auch, auf der du dann vieles herausfinden kannst. Ja. Wie bist du eigentlich überhaupt? Das ist ja schon etwas, was nicht jeder kennt und es ist auch nicht sehr bekannt. Also, Außer bei als ich Alternativen. anfing, war es vollkommen unbekannt. Ich habe vor Ja. 40 Jahren angefangen. Ich wollte sagen, da hat er noch kein Mensch davon gehört. Also ganz wenige nur in Deutschland. In Amerika war es schon ein bisschen auf dem Vormarsch, in Deutschland ganz, ganz wenige. Also, ich bin vor 40 Jahren über eine Lebensmittelunverträglichkeit dazu gekommen. Hattest du die? Hatte ich und eine hochgradige Holzschutzmittelvergiftung. Ich habe damals ein Bauernhaus gehabt und habe das mit Holzschutzmittel gestrichen, wie wir alle Idioten das gemacht haben, und habe das Zeug eingeatmet und so weiter und so Das weiter. Böse, ja, da gibt es sowas. Mein lieber Schwan. Und ich war da ziemlich am Abkratzen. Und hatte eine hochgradige Lebensmittelunverträglichkeit dazu zu der Vergiftung. Und ich habe nie einen Arzt gebraucht. Ich war kerngesund, hatte ein bisschen weniger Gewicht. Die Haare waren noch blonder und länger. Frauen regelrecht sprangen zu mir über, was jetzt sich jetzt beruhigt hat. Deswegen mein Leben jetzt angenehmer. Und dann bin ich auf die gelben Seiten gegangen und bin die Liste runtergegangen. Und dann bei einem Namen blieb ich stehen, den rief ich an. Ich brauche einen Termin. Also, das hast du jetzt rein so intuitiv getan. Ich hatte nie einen Arzt gebraucht. Ich musste irgendjemanden finden. Also geht man unter gelbe Seiten, ja. Die wissen es ja besser. Und dann habe ich irgendwann beim Namen Stopp gemacht, den angerufen, der Einzige, den ich angerufen habe. Ich brauche einen Termin, bin da hingegangen. Und dieser Arzt, der war damals schon in den 70, hat später bis in die 90er Jahre seines Lebens praktiziert. Und dieser Arzt war spezialisiert auf das Thema Lebensmittelunverträglichkeit. Ja, Was? aha. Und der checkte mich kurz ab, stellte mir zwei, drei Fragen, die ich heute immer noch stelle, nach 40 Jahren. Und wir hatten damals über ein Jahr lang zusammengearbeitet. Ein Jahr lang, außer Sonntags und Weihnachten. Jeden Tag, inklusive Samstag. Hat er mit dir an deiner, Nicht an meinem Problemfall, an dem Thema. an dem Also, Thema? wir haben mich dann ausgerichtet, aber uns hat das beide interessiert. Wir haben dann Spiele gespielt, wir haben dann Tests gemacht, die man normalerweise nicht macht oder wo ein Arzt nie machen könnte, weil der Patient bringt ihn vor Gericht oder was. Aber ich war dann freiwillig, dass Zitiere ja ich war endlich. freiwillig das Versuchskaninchen, weil es mich einfach interessiert hat. Und man kann sagen, ich bin im Alter von 10 Jahren zum ersten Mal an alternative Medizin gekommen durch Zufall, im Alter von 10. Und da, in dem Alter, bin ich dann direkt an alternative Medizin gekommen und das war auch der Start. Und bin zur gleichen Zeit, im gleichen Zeitraum an Kinesiologie gekommen. So, Lebensmittelunverträglichkeit. Kinesiologie, das Wort Kine, Muskel, wird auch als Muskeltest übersetzt. Diese Technik, wie wir sie heute kennen, wurde maßgeblich entwickelt von einem Dr. George Goodhart in Amerika, der 2008 gestorben ist. Ich habe den persönlich nie kennengelernt. Ich habe nur seine erste Garnison von Jüngern kennengelernt, die ich irgendwann noch drauf gestoßen bin. Einer ist heute ein intensiver Freund von mir. Und dieser Goodhart hat halt festgestellt, dass man Kinesiologie betreiben kann, um möglichst mit wenig Aufwand, mit wenig keinen Kosten, eine Analyse zu bekommen, wo der Einzelne Defizite hat in seinem Leben, seinem Körper oder wo Stärken sind. Also wo ist Handlungsbedarf, wo muss was getan werden. Es ist keine Heilprozess oder Heilung, es ist primär ein Analyseprozess. Also Beispiel, ich will feststellen, wo bei dir welche Knochen nicht richtig sitzen. Dann kann Kinesiologie mir das aufzeigen. Das in einer Minute, bum, 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 ist Ja, das wollen wir passiert. immer mal ausprobieren, ne? Okay. Also Kinesiologie ist eine Technik, um festzustellen, wo hat der Einzelne Defizite, wo hat er Handlungsbedarf, wo müsste was getan werden.
Und auf der Welt gibt es Hunderttausende von Ärzten, die das anwenden. Ich selbst habe etliche Freunde Ärzte, die das jeden Tag anwenden. So geht es sogar so weit, dass einer von denen und mehrere auch, aber einer von denen, mit dem ich arbeite, nimmt jeden Patienten und untersucht ihn kinesiologisch, bevor er irgendwas anfängt. Und sieht, wo hat er Handlungsbedarf, Defizite. Die Information holt er sich geschwind. Und dann fängt er an, darauf einzugehen Ah, und dann und damit sucht zu er arbeiten. tiefer, gräbt er Ja, tiefer. ja. So, und das ist eine Sache, die mich damals begeistert hat. Und zu Beginn meiner bescheidenen Karriere nebenbei habe ich also Menschen beraten, die Lebensmittelunverträglichkeiten hatten. Ich habe ja selbst gerade eine gehabt, ich bin da rausgekommen und sah, wie es funktionierte. So konntest du mich also anheuern, dass ich bei dir in deinem Leben festgestellt habe, welche Lebensmittel sind für dich verträglich und unverträglich. Welche Lebensmittel sind für dich überlebensfreundlich und überlebensfeindlich? Dann habe ich dich abgecheckt, das können wir nachher mal zeigen, wie sowas geht. Ich habe dann immer typischerweise zu Beginn nehme ich eine Apfelsine und einen Apfel oder einen Apfel und ein bisschen Zucker und teste dann die Person, sodass die Person erkennen kann, wie der Körper reagiert, wenn etwas überlebensfreundlich ist, das solltest du mehr von essen und überlebensfeindlich, um Gottes Willen, lass das weg. Und so habe ich dann am Beginn sehr viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, habe ich so analysiert und ihnen aufgezeigt, wie sie ihr Leben ernährungstechnisch gestalten sollten. Und das hat nichts mit Geschmack zu tun, das hat nichts damit zu tun, was du magst oder nicht magst, oder welche Mode gerade propagiert wird, was gesund oder ungesund ist, oder wo man abnimmt oder nicht abnimmt. Das hat damit zu tun, dass jedes Produkt auf dieser Welt hat seine eigene Frequenz. Der Apfel hat seine eigene Frequenz, Ja. die Orange hat seine eigene Frequenz. Ja. Du hast deine eigene Frequenz wie ein Fingerabdruck. Ich habe meine eigene Frequenz. Weil ich eine eigene Frequenz habe und du eine eigene Frequenz hast und ich kenne deine Frequenz, kann ich dich fernbehandeln. Ich kann dich fern analysieren, ohne dass du hier im Raum bist. Du kannst in Amerika sein, du kannst in Afrika sein, du kannst im nächsten Dorf sein, im nächsten Raum, spielt keine Rolle. Also das wie bei einem Mobiltelefon ohne Schnur, das kennt die Frequenz des anderen, pinkt den an und Genau, die kommuniziert. Sendestationen können im Prinzip die, genau diese Frequenz aus allen anderen rauslesen und du hast eine störungsfreie Kommunikation. Genau. Ah ja. Und dies kannst du denn, wird auch zum Teil als Telepathie bezeichnen, was immer, das fällt auch ein bisschen darunter, Telepathie. Das heißt, alles hat seine eigene Frequenz. Punkt aus. Das Das ist ist halt aber so. nicht dann eine körperliche Reaktion, die zeigt sich nur körperlich, Genau. denn an sich, mein Arm oder so, kann das ja nicht herausfinden. Nein, es zeigt sich körperlich. Du kennst den Begriff, der hat sich vor Angst in die Hosen gemacht. Ja, Ja? das gibt's Ich auch. habe das gesehen. Ja. Ich habe gesehen, wie jemand vor Angst sich in die Hose gepinkelt hat. Ja? Dann kann ich nicht sagen, als Arzt, der hat eine schwache Blase. Ja, das Das ist stimmt. dummes Zeug. Das heißt, die Angst, die er in seinem Geistwesen empfand, hat sich in seinem Körper gezeigt als Reaktion. Ja. Okay? Und diese Geschichte ist also so, dass der Körper die Reaktion zeigt, aber gefragt wird das geistige Wesen. Weil du als geistiges Wesen weißt alles. Ob du das weißt, dass du das weißt oder erkennst oder nicht, das ist nicht das Thema. Wenn es draußen regnet, du gehst raus, wirst du nass. Ob du das erkennst oder ableugnest, spielt keine Rolle. Als geistiges Wesen, wenn ich dich die richtige Frage stelle, dann antwortest du mir als geistiges Wesen. Und ich muss dann nur die Antwort lesen können. Du hast Kinder großgezogen. Ich weiß das, dass du sie großgezogen hast. Da gab es Zeiten, wo deine Kinder nach Hause kamen und dir eine Geschichte erzählten. Und da wusstest du ohne weiteres, die lügen jetzt. Die erfinden die Geschichte. Ja. Ja, die machen hier eine Story. Die wollen mich da ablenken von was die war. Du hast sofort gespürt, hast du denn zuerst geschlagen oder der andere? Na ja, gut, ich habe ihn ein bisschen gedrückt, weil er, sagst also gut, hast du ihn zuerst geschlagen? Ja, ich habe ihn schon zuerst geschlagen. Aber du wusstest sofort als Mutter, hast du sofort gespürt, Ja. da ist Wahrheit. Ne? Okay. Und die Person, die das gespürt hat in dir, ist ein geistiges Wesen. Okay? Ja. Gut. Das geistige Wesen weiß alles. Ist nur die Frage, dass ich die richtige Frage stelle, dass es mir antwortet. Okay. Beispiel. Okay. Ich sage jetzt zu dir, wo warst du am 3. Januar 2018? Dann sagst du, boah, das weiß ich doch nicht, wo ich da war. Du weißt, dass du gelebt hast an dem Tag.
Aber du weißt nicht mehr, was du gemacht hast. Ja? Dritten Januar. Okay, so, jetzt kommt dein Mann gerade zu uns, der sagt, ach, am 3. Januar, das war der Geburtstag meiner Mutter, da sind wir doch da rausgefahren. Und in dem Augenblick siehst du den ganzen Tag vor dir ablaufen. Stimmt. Ja? Was du in Kleidung da hattest, dass ihr im Auto gestritten habt, dass ihr geküsst habt, dass ihr hingefahren seid, dass ihr einen Kuchen mitgebracht habt. Du siehst alles. Ja, das war. Und zwar nur, weil die richtige Frage gestellt worden ist. Die Antwort war da. Aber als ich 3. Januar sagte, reichte diese Frage nicht aus. Ja. Mhm. Okay? Ja. Also wenn ich die richtige Frage stelle, kriege ich die richtige Antwort. So, in Kinesiologie stellen wir dir als Wesen Fragen und nutzen den Körper als Reaktion. Als Indikator. Als Indikator. Mhm. Und es kann sein, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der das behauptet, dass es Quantenphysik ist. Und ich habe noch nie in all den 40 Jahren von jemand anderem diese Meinung gehört. Entweder habe ich die erfunden oder mir erdacht. Ich bin der Einzige oder sind noch fünf andere. Oder andere sagen, du bist ein Vollidiot, das ist Quatsch. Norbertologie. Genau. Dann müssen wir sofort ein Patent anmelden. Ja. So, Trademark. In Quantenphysik gibt es keine Zeit. Wenn ich in meinen Workshops diese Dinge mache, die wir heute jetzt besprechen, dann mache ich Tests. Ich zeige das den Leuten in der Praxis. Ich mache da keinen Vortrag drüber. Ich mache da laufend praktische Übungen, um denen das zu zeigen, an sich selbst, wie das funktioniert. Ich gehe so weit, dass ich in manchen Workshops Zweiergruppen bilde und die sich gegenseitig testen lasse und ihnen erkläre, wie sie sich gegenseitig testen. Als Einstieg in die Sache. Okay. Okay, dann haben sie ein Verständnis. Wow, das funktioniert ja. So. Das ist Quantenphysik. Das geht in Nullzeit. Wenn ich in Workshops sage, das ist schneller als eine Sekunde, dann nicken die Leute. Ja, schneller als eine Sekunde, das ist aber schnell. Wenn ich sage, das ist in Nullzeit, dann tillen sie, weil sie sagen, Nullzeit gibt es doch nicht. In Quantenphysik ist Nullzeit. Da gibt es keine Zeit. Kein rechts, kein links, kein oben. Alles in allem verbunden. So, also in Kinesiologie fragen wir das Wesen gewisse Dinge ab. Was wir abfragen können, sind auf einer Seite Frequenzen. Ich habe da was genannt, was ich entwickelt habe, das nenne ich die vier Säulen der Kinesiologie. Ja. Sieht man auch auf meiner Webseite. Die erste Säule ist Frequenzen oder sind Frequenzen. Beispiel hier mit dem Apfel und der Orange. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Den Apfel ist überlebensfreundliche Frequenz, das ist eine überlebensfeindliche Frequenz. Und wenn ich denn die Lebensmittelunverträglichkeitsanalysen mache, heißt das einfach, hier ist eine Gruppe von Produkten, die alle ihre individuelle Frequenz haben, aber sie fallen alle unter dem Überbegriff überlebensfeindlich. Ja. Die Konsequenz heißt, sie solltest die nicht essen, weil sie machen deinen Körper nicht besser, sondern schlechter, kranker, kaputter. Und ich nehme auch Orangen, weil prinzipiell keine Orangen verträgt. Egal jetzt auf der Vitamin C ist oder was, das ist dummes Zeug. Wenn Heroin Vitamin C hat, ist es trotzdem nicht besser. Okay. Ein bisschen drastisch, aber einleuchtend. Okay. Aber die Leute argumentieren ja, weißt du, da ist ja Vitamin C drin oder ja, oder Milch ist Kalzium drin. Ich habe mehr Kalzium in der Banane drin als in Milch, ja. Also das sind so Scheinargumente. So, dann habe ich hier überlebensfeindliche Frequenzen und dann mache ich einen Berg von Lebensmitteln, wo ich zu dir sage, schau mal, das sind alles Lebensmittel, die du essen solltest. Die bringen deinen Körper nach vorne. Die solltest du alle nicht essen, die hauen dich nieder auf Sicht. Und dann sagst du, ich will aber nicht auf meine Orange verzichten, die mache ich weiterhin. Dann sage ich, okay, fein. Dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du irgendwann Zipperlein kriegst und sagst, warum habe ich jetzt die Krankheit bekommen? Ich lebe doch so gesund. Mhm. Du lebst nicht so gesund, weil du Dinge zu dir genommen hast, die dein Körper nicht vertragen hat. Jetzt kannst du natürlich mal einmal sündigen. Einer dieser bescheuertsten Essen auf der Welt, ernährungstechnisch bescheuert, ist Tiramisu. So, und jetzt gehst du hin und sagst, oh, ich liebe aber Tiramisu. Gut. Wenn du das einmal im Monat isst, ein Tiramisu, dann steckt der Körper das weg. Ja. Okay? Ja. Der Körper steckt das weg und macht weiter und bringt das in Ordnung. Wenn du aber jetzt laufend Tiramisu isst, nicht so sehr. Aber auf der anderen Seite hat Luther gesagt, wenn du sündigst, dann sündige richtig. Also das heißt, wenn du jetzt ein Tiramisu isst und hast da gesündigt, du musst das beichten, dann isst doch gleich drei, dann lohnt sich die Beichte und hast voll zugeschlagen. Okay. Ja, okay, das finde ich ganz sympathisch. So, und so kann also Kinesiologie jemandem helfen, herauszufinden, wie sollte ich mich ernähren, mit welchen Produkten. Egal, was die Werbung sagt, egal, was dein Arzt sagt, ist mir vollkommen egal. Oder dein Ernährungsberater, ist mir vollkommen egal, was der erzählt. Die Frage ist, was dein Körper als überlebensfreundlich oder lebensfreundlich identifiziert.
Okay. Okay. Der Nahrungsberater ist in den meisten Fällen liegt er daneben, weil er von seinem Schema F ausgeht, was man so allgemein als gesund ansieht. Ja? Ja. Okay, so. Und ich gehe nicht vom Schema F aus, ich gehe mehr von dem Individuum aus. So teste ich dich und anschließend deinen Mann separat. Und es kann durchaus sein, dass Dinge, die du nicht verträgst, dass er die verträgt und umgedreht. Ja. Okay? Also muss man das auf die Person auslegen. Okay. Okay? Ja. Nicht auf die Blutgruppe, wie es manche Theorien gibt, und nicht auf Geschlecht oder was weiß ich was. Ich frage einfach, was ist für dich okay? Verständlich, ne? Gut, das ist also die erste Gruppe, die erste Säule, wie ich sie bezeichne. Kinesiologie kann Frequenzen erkennen. Genauso mit dem Mobiltelefon. Können wir nachher mal einen Test machen? Ist dieses Mobiltelefon für dich schädlich oder ist es nicht schädlich? Prinzipiell ist ein Mobiltelefon immer schädlich. Jetzt gibt es gewisse Schutzteile für ein Mobiltelefon, die angeblich helfen, dass es nicht schädlich ist. Und dann testet man, ist es mit dem Teil immer noch schädlich oder nicht? Ist die Frequenz überlebensfreundlich, überlebensfeindlich? Ja, Ja, so kann okay. ich Wasser abchecken, Lebensmittel abchecken, Produkte abchecken Wenn es und. eigentlich nur um die Frequenz geht, Ja. ja, das kann Ich habe ich das gut Teil hier zum nachvollziehen. Beispiel, dieses Teil, damit kann ich abchecken, oder mit diesem Teil ist für die Drüsenwirkung. Wir haben sehr starke Probleme mit Thymusdrüse, die meisten mit Schilddrüsen haben fast alle Menschen Probleme und mit der Zirbeldrüse. Dann kann ich die Kinesiologie, das zeige ich dann nachher, abchecken. Die zweite Abteilung, die zweite Säule, Funktionen im Körper. Welche Funktionen in deinem Körper brauchen Unterstützung, haben Handlungsbedarf? Und so kann ein Kinesiologe alle deine Funktionen im Körper abchecken. Und innerhalb 2, 3 Minuten sagt er dir sofort, welche Funktionen nicht in Ordnung Okay, sind. das ist also ein Analyseverfahren Analyseverfahren. und keine Ist Heilmethode. keine Heilmethode, ist Gut, das analysiert. muss man mal klar machen, Ja, ja. sehr gut, danke. Ja, das analysiert und gibt Informationen, wo habe ich Handlungsbedarf. Und dann Ja. muss man sich weiter darum kümmern, Ja. was macht man dann Was damit? Ähnliches habe ich in der chinesischen Medizin gefunden. Ich war mal früher mit einer Chinesin verheiratet, habe viele Jahre meines Lebens in Asien zugebracht. Ein guter chinesischer Arzt hat an jedem Arm 3 Pulspunkte. Und die fasst er an und kann dir in Sekunden sagen, welche deiner Organe ein Defizit hat. Und kann dir sagen, welche hat den größten Defizit oder ist das größte Baustelle, welche solltest du zuerst Das behandeln? kann der anhand. Absolut, absolut. Wir können mal irgendwann, wenn du Lust hast, eine Sendung über die Grundsätze der chinesischen Medizin machen. Das ist interessant. Okay, gut. So, also, die Das finde erste ich Säule war toll. Frequenzen. Die zweite Säule sind Funktionen im Körper. Können wir nachher mal ausprobieren, wann jemanden, inwieweit seine Drüsen in Ordnung sind oder nicht. Okay? Das ist die zweite Funktion in der Kinesiologie. Und die dritte Säule habe ich genannt strukturelle Probleme. Also, ich kann jetzt in Kinesiologie feststellen, welche deiner Wirbel sind problematisch, welche deiner Gelenke, welche Struktur hat ein Defizit, wo müssen wir was tun? Die Kinesiologie heilt ja nicht dein Problem mit dem Atlas, was die meisten Menschen hier oben haben. Das ist hier oben das oberste Teil da in deiner Wirbelsäule. Warum haben die meisten Menschen Probleme mit dem Atlas? Weil meisten Menschen falsch in der falschen Position schlafen. Manchmal aber auch von Geburt, ne? Wenn also so das Köpfchen rausgezogen wird, kann Ja. das bis ins Ja. Erwachsenenalter. Ich habe gehört, vielleicht weißt du was darüber und kannst mir helfen. Ich habe gehört, man hat mir gesagt, ich habe noch nichts gefunden, dass in Holland angeblich nach der Geburt als erstes dies eingerichtet wird. Das habe ich übrigens auch gelesen, dass das mittlerweile nicht in allen Kliniken, aber in einigen Kliniken wird sofort nach der Geburt geguckt, weil das Kind ja auch drückt mit dem Kopf oder weil es Gezogen wird. gezogen wird. Und dann gibt es mittlerweile dort mehrere Kliniken, das habe ich gelesen, ich war nicht da, die dann sofort schauen, ob das richtig sitzt. Also wenn du das jemals nochmal liest, findest, gib es mir. Dann würde ich Ich dir das würde ja. gerne zu so einer Klinik fahren. Also, die meisten Menschen haben mit Atlasprobleme, sei es jetzt von der Geburt, aber auch dann in der Folge, weil irgendwann würde sich der wieder einrenken nach einer gewissen Zeit, bei einer gewissen gesunden Haltung, aber auch in der Folge, weil sie halt falsch in der falschen Position schlafen. Das unterrichte ich in meinen Workshops kurz, wo ich den Leuten erkläre, warum Also sie falsch. Kopfkissen und so. Das hängt mehr mit zusammen, aber das muss eine eigene Sendung sein, das können wir jetzt nicht machen. Und der dritte Grund, weil die meisten Menschen natürlich so vorm Computer sitzen die Ja, ganze Zeit. das tue ich auch. Ja, so, und dann haut das Atlas raus. So, das heißt, in Kinesiologie können wir feststellen,
welche strukturelle Probleme hat der Mensch? Ja. Und dann natürlich die Konsequenz, was muss man tun, um das in Ordnung zu bringen, ist was anderes. Aber ich habe mal Informationen, was wirklich Sache ist. Ja? So, das ist die dritte Säule in der Kinesiologie. Und die vierte Säule ist die mentale Ebene. Ich kann also in der Kinesiologie mental Dinge klären. Beispiel? Aha, also bist du mit dem richtigen Partner zusammen oder sowas? Zum Beispiel. Du kannst mir eine Liste geben, alle deiner 5,5 oder 10 verflossenen Männerbeziehungen. Ja? Du schreibst die Namen auf. Ich ja. kenne die Jungs ja nicht. Du brauchst nur einen Vornamen. Und dann gehe ich mit dir diese Liste durch. Und du zeigst an, dein Geistwesen zeigt an über deinen Körper, wer von denen war für dich überlebensfreundlich, eine positive Beziehung, und wer war nicht eine positive Beziehung. Oder ich zeige dir Bilder von Krieg und Frieden, von Sonnenuntergang und von Zerstörung. Ich zeige dir Worte an die Wand, oder die du liest, Liebe, Hass. Ich spreche die Worte und du reagierst darauf. Das glaube ich gern. Ich habe selber mal, weil ich es nicht geglaubt habe, dieses Experiment mit diesem Reis gemacht. Weißt du, was ich meine? Du kochst Reis, tust in 2 Gläser, die du vorher gleich in der Spülmaschine, also dass es alles gleich ist, und dann legst du, was weiß ich, ein Tuch drüber, sonst was, dass kein Dreck reinkommt. Und dann nimmst du immer ein Glas und denkst freundlich, redest und okay. da steht Liebe drauf und so, und das andere Hass, und du denkst böse Dinge. Und du wirst feststellen, das eine riecht, das Gute, sage ich jetzt mal, riecht nach einer Weile so ein bisschen wie fermentiert, ist aber Reis und auch nicht ekelhaft oder unangenehm. Also, während das andere wird braun und stinkig. Das funktioniert wirklich. Es gibt viel auf unserem Planeten, was allgemein, also sowas müsste in der Schule gelehrt werden, ja? Oder guck mal hier, die Pflanzen. Es ist fast keine, die nicht eine kleine verreckte Müllpflanze war. Dieser Wald von Yucca, das war so ein Stängelchen, da war oben grünes Büppelchen dran, und das war vor 40 Jahren. Und ich habe das gesehen und hatte auch kein Geld, dachte, komm, stopfst jetzt einfach mal Erde, Topf. Und dann habe ich mit dem Ding geredet. So lange lebt normalerweise keine Yucca in einem Haus, und sie wird auch nicht zum Wald. Oder diese Schefflera, das war auch eine Müllpflanze, das war ein kleines Pöttchen. Das Ding ist jetzt auch 25. So, und das kannst du doch nur erklären über Quantenphysik. Ja, ich rede mit denen, ich liebe sie, ich puschel sie. Ja. Und wir haben mal gesprochen irgendwann auch über Masaru Emoto, der Japaner mit dem Wasser. Genau. Ja? Das kannst du ja auch mit Liebe, Hass genau. und so weiter aufnehmen. Und das zeige ich auch in meinen Workshops. Ich demonstriere das in meinen Workshops. Ja, also bin ich ganz überzeugt von, es funktioniert wirklich. Dass Leute es denn sehen. Ne? Ja. Also das sind die 4 Bereiche von Kinesiologie, die ich denn unterrichte. Das heißt aber, jetzt noch eine Nachfrage, wenn du so etwas mental machst, das machst du mit denselben Mitteln. Das ist dann nicht eine andere Art von Kinesiologie. Nein, das mache ich immer mit dem Gleichen. Ob das strukturelle Probleme sind oder Frequenzprobleme, ernährungstechnische Sachen sind. Also du würdest nur den Namen eines Menschen sagen, oder muss der dann da Nein, sein? Nein, muss nicht da sein. Also, sein Name ist genug für das, du, für dein du, du, Wesen? Weil ich jetzt sage, du hast einen Freund gehabt, der Peter hieß. Ja? Machen wir es mal spezifisch. Und ihr seid im Riesenstreit auseinandergegangen und bla 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 bla. Was ja manchmal im Leben passieren soll. Nicht, dass es dir passiert ist, aber was passieren sollte, könnte. So, du als geistiges Wesen hast Peter inne, verinnerlicht. Also du hast ein Bild, du hast ein Gefühl dafür. Ja, nicht nur ein Bild, Gefühl, das geht ja weiter nicht. Ja, ja. Aber egal wie. Wenn ich also Peter sage, bumm, kommt das bei dir hoch. Ja, ich meinte auch mit Bild eine Vorstellung ja. von der Person. So, genau. Ja. So, ich habe den Peter in meinem Leben nie getroffen. Mich interessiert der Peter auch gar nicht. Ja. Mich interessiert nur eins, dir zu helfen, Dinge zu finden. Und wir haben ja in Kinesiologie eine Gegenseite. Und die Gegenseite ist primär etablierte Ärzte. Die mögen das nicht. Nein, weil sie das mit der Krankenkasse nicht abbrechen können. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Kinesiologie ist nicht krankenkassenabzugsfähig. Neues deutsches Wort. Und vor allen Dingen nochmal eins, die meisten verstehen es sowieso nicht, haben sich auch nie richtig angeschaut, sind nicht bereit, sich weiterzubilden. Ich kann dir sagen, Tausende von Ärzten auf der Welt wenden das jeden Tag an in ihrer Praxis, um sich selbst zu helfen, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Ja? So, und das
könnte ich jetzt mit diesem Peter machen, ich kann dich fragen und ich kenne den nicht. Die Reaktion, die du über deinen Körper ausstrahlst, ist ein Indikator dafür, falls es nicht als geistiges Wesen selbst schon weiß, sagst, brauchen wir nicht zu testen, ist mir Ja, vollkommen klar, ja. okay. Aber wenn Leute zum Beispiel in einem Zwischenstadium sind, nicht Fisch und nicht Fleisch, ja, ich weiß nicht, heißt ja eigentlich, es ist nicht ja und nicht nein. Ja, dann sagst du, was? Manchmal ist beides dann da. Das kann auch sein, dass es ja und nein ist, ne? Also Kinesiologie gibt es nicht. Es Ja, gibt, also von deinem Gefühl für diesen, für aber denjenigen. es wird im Endeffekt ein Ja oder Nein sein. Ja, Okay? wahrscheinlich. In meisten Fällen jubelt man sich halt was vor und will es nicht wahrhaben So und ist es. ja, Genau das okay. meinte ich So, damit, ja. in Kinesiologie gehe ich der Sache auf den Grund. Bumm, hat dein Herz ein Problem, ja oder nein? Hat dein Leber ein Problem, ja oder nein? Aus die Maus. Sehr schnell. Okay? Ja. Und diese Gegner der Kinesiologie, was überwiegend aus dem medizinischen Bereich die Ärzte sind, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht lernen, weil sie keine Ahnung haben und gewisse Dinge nicht wahrhaben wollen, die es gibt in der geistigen Welt. Das sind Gegner, die dann die versuchen, die Kinesiologie zu verunglimpfen. Und es auch getan haben über viele Jahre. Ja, das heißt, das sei überhaupt nicht nachweisbar. Gut. Und das ist natürlich dummes Zeug. Sie haben zwei Argumente. Das eine Argument ist eigentlich wissenschaftlich. Da sage ich gleich was zu. Das zweite Argument, man kann den Test beeinflussen. Ja, genau, Und das heißt es auch da oft. haben Sie recht. Da haben Sie recht. Ich kann den Test beeinflussen. Ich kann den Test beeinflussen, wie ich will. Okay? Aha. Ich kann den U von O vormachen. Aber will ich das denn? Was ist denn mein Job? Mein Job ist, dir zu helfen, deine Wahrheit zu finden, damit du damit weiterlebst und besser weiterlebst. Nimm den Arzt von Michael Jackson, der angeblich ihn falsch diagnostiziert und Produkte gegeben hat, die er nicht geben sollte. War unethisch. Die Folge war ein toter Patient, mal als Beispiel, wenn es so war. Ja, wenn es so war. Okay? So, wenn ich dir weiterhelfen will, ob ich offiziell, ich bin ja kein Arzt, wenn ich ein Arzt jetzt wäre oder auch nicht, ist doch mein Job, dir zu helfen, sich zu verbessern. Und da gehe ich doch nicht hin und gebe dir bewusst ein falsches Medikament, damit du noch kranker wirst, sondern ich gebe dir ein Medikament, Beispiel Medikament, von dem ich weiß, dass es dich gesundet. Und wenn ich mit dir Kinesiologie betreibe, habe ich auch den gleichen Anspruch. Ich gebe dir nichts, was dir schadet, ich gebe dir das, was dir was nützt und dich verbessert. Also manipuliere ich den Test nicht. Sie haben recht, man kann den Test manipulieren. Jeder geradlinige Mensch, jeder ethische Mensch hat kein Interesse, den Test zu vermasseln. Das geht sogar so weit, schau mal, mach zweimal im Jahr mache ich eine totale Blut- und Urin-Analyse von mir, um meinen Gesundheitszustand zu sehen, neben den Dingen, die ich tue. Und in Amerika kann ich das nicht machen, indem ich zum Labor gehe und sage, hier, ich hätte gerne einen Test, ich muss den vom Arzt verschrieben bekommen. Ach so. Aha. So, dann muss ich zum Arzt gehen, der mir das verschreibt. Ja? Und dann sagt der Arzt zu mir, pass auf, ich habe letztes Mal gesehen, den Test, du warst bei dem Labor, geh da nicht hin, ich habe ja schon so viele Tests gemacht und die machen so viel Mist in dem Labor, das stimmt hinten und vorne nicht. Ja? Und man weiß heute im Prinzip, wenn ich eine wichtige Diagnose habe, sollte ich doch zumindest zwei, drei Gegenstimmen und Meinungen hören. Verlasse mich doch nicht auf, was ein Laboranalyse gesagt hat, weil da einfach zu viele Fehler, menschliche Fehler, fachliche Fehler vorkommen können. Also, man kann es manipulieren. Punkt aus, stimmt. Es ist nicht nachweisbar, es ist nicht systematisch, es ist nicht, wie sagt man, Dieses Ursache-Wirkung-Prinzip. wissenschaftlich. Ja? Ja. Okay. Also jeder, der Kinesiologie ernsthaft betreibt, ich mache es seit 40 Jahren, der gähnt über diese Argumente. Das ist so ähnlich wie ein überholtes Mistargument. Wir brauchen Fluor vor die Zähne zu stärken. Ja? Das kam irgendwann mal mit irgendeinem blöden Bericht, gefuschten Bericht und so ist das unter den Menschen, bleibt unter den Menschen. Innerhalb der Kinesiologie haben Kapazitäten über Jahre Blindversuche gemacht, Doppelblindstudien als Beispiel. Du hast die Augen verbunden. Ich habe die Augen verbunden. Wir wissen nicht, was er an deinen Körper ranhält zum Testen. Und dann wird getestet, positiv, negativ. 10 Produkte. Dann gehe ich als Tester aus dem Raum raus und bringe einen anderen Tester rein, dessen Augen verbunden sind. Der wusste nicht, was getestet wird und was die Ergebnisse waren. Und dann wird es wieder getestet. Das sind Doppelblindstudien.
Und diese Doppelblindstudien haben irgendwo zwischen 96 und 99% So, das Sicherheit. würde ich mal sagen, das kann sich sehen Ja, lassen. das ist absolut wissenschaftlich. Und das wurde tausendmal gemacht, ja. Bis so lange, bis es zum Hals raushing und bis jeder, der Kinesiologie verstanden kann, sagt, so, jetzt ist es genug, jetzt haben wir es, also wir brauchen nicht mehr machen. Und alle, die ihn weiter angeschossen haben, oh, gegähnt, also komm, das ist längst vorbei, ja. Das ist die Realität. Okay. Ja, ich weiß, dass das zum Beispiel in Kanada wird das, sie haben direkt so eine Gesellschaft, die das macht. So eine Freundin von mir, die macht also Klangschalen und Klangtherapie und eben Kinesiologie. Und dann hat dieser Guthard, der das damals entdeckt hat, er hat es nicht erfunden, er hat es entdeckt und in Form gebracht. Er Ja, hat das weiterentwickelt, hast ja du mal gesagt, ja. das existiert seit Menschheitsgeschichte. Das ist halt so. Das ist seit Menschheitsgeschichte. Die Frage war nur, bis jemand drauf kommt, wie frage ich? Und Ja. ich bin überzeugt, bei den Sumerern in den Frühheiten, ich bin überzeugt, dass viele Schamanen diese Dinge alle benutzt haben vorher. Er hat es in der Neuzeit entdeckt, hat es umgesetzt, hat eine Schule gegründet. Diese Schule hat auch einen Ableger in München. Und da gibt es noch zwei, drei, vier Schulen in Deutschland. Da kannst du hingehen, Tageskurse, Wochenendkurse, Monatskurse, was weiß ich, besuchen, um das für dich zu lernen. Dann habe ich auf meiner Webseite unter der Rubrik Bücher, ich verkaufe keine Bücher, aber du kannst dann Bücher sehen, die ich sage, kauf dir die und lest die. Du kannst dir das selbst beibringen Also du weitgehend. machst so eine Literaturliste, die du empfiehlst, aber du verkaufst das selber nicht. Nein, ich habe kein Interesse, Bücher zu verkaufen, habe ich keine Zeit zu. Aber ich sage, Mensch, ich bin hier über ein Buch gestoßen. Ich gebe so ein Beispiel auf meiner Buchseite. Sind zwei Bücher über China. Ich war nur mit einem Chinesen verheiratet. Wenn du die beiden Bücher liest, dann weißt du mehr als 99% der Bevölkerung von China über China. Und dann sage ich, hier, lest die beiden Bücher. Oder ich habe 1984 oder Schöne neue Welt drauf, wo ich sage, Leute, lest sie, Ja. ja, damit ihr wisst, was in diesem Moment abgeht. Wenn ich Bücher finde oder modernen Sklavenhandel, dass wir heute einen modernen Sklavenhandel ist, haben, der größer ist als jeder Sklavenhandel Ja, bevor. das ist wahr. Ja? Man denkt immer bei Sklavenhandel schwarz in Amerika. Wir haben heute einen internationalen Sklavenhandel, der unbeschreiblich ist. So, wenn ich Bücher finde, die ich für in Ordnung halte oder im medizinischen Bereich, dann mache ich die dahin und sage, Leute, lest die. Und so habe ich ein paar Bücher vorgeschlagen, für Kinesiologie zu erlernen. Und dann kannst du auf jedem YouTube kannst du Dutzende von guten Videos finden, wo Leute zeigen, wie Kinesiologie funktioniert. Innerhalb der Kinesiologie gibt es auch ein paar leichte andere Strömungen. Also ich kann jetzt feststellen, ob du dehydriert bist an deinem Körper. In einer Sekunde kann ich feststellen, ob du dehydriert bist oder hydriert bist. Das gibt es dann noch verschiedene Methoden, wie ich das feststellen kann. Und genauso wie in der chinesischen Medizin gibt es Akupunkturpunkte, sagen wir mal jetzt für die Leber. Da gibt es nicht nur eine, da gibt es mehrere, die alle mit der Leber arbeiten. Und bei dem einen ist dieser Akupunkturpunkt effektiver, bei dem anderen ist dieser Akupunkturpunkt effektiver. Aber beides sind Akupunkturpunkte für die Leber. Und jetzt hast du in der Kinesiologie auch ein paar Strömungen, wo der eine das mehr so macht, der andere das mehr so macht. Da in Deutschland ist da ziemlich bekannt, der Dr. Klinghardt. Ja, den habe ich schon getroffen. Ja? Und der Klinghardt hat das ja sehr stark propagiert und hat das sehr stark gemacht. Ich habe ihn persönlich nie als Erwachsener getroffen. Als Jugendliche, Teenager, Spätteenager haben wir beide im Folkclub in Freiburg Musik gemacht. Und ich habe das total vergessen. Irgendwann eines Tages in dieser Medizinwelt, hat ein Büro in Stuttgart, stieß ich auf seine Videos und Demo-Videos und so weiter. Und da habe ich natürlich gegrinst, das war sehr interessant. Aber ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, danach getroffen und kennengelernt. Und er wird auch die Geschichte vielleicht gar nicht mehr wissen. Herr Klinghardt, wenn du zuhörst, irgendwann machen wir wieder Musik zusammen. Also der Klinghardt hat das propagiert, andere haben das propagiert. Ich hatte das Glück, mit sehr guten Leuten zusammenzutreffen, die das gelehrt haben in Amerika. Der eine hieß Dick Wersendahl, der ist inzwischen verstorben. Der Dick Wersendahl hat Hunderte und Tausende Ärzte unterrichtet. Mein Freund Fred Julen, der langsam in Pension gegangen ist, auf der einen Seite. Der Fred Julen hat Hunderte und Tausende unterrichtet, auch für den Klinghardt, mit dem Klinghardt gearbeitet. Also, das ist total etabliert in vielen Bereichen. Ja, das war ja früher mit Akupunktur ähnlich, ne? Da war das auch erstmal was ganz Abgespacedes. Und heute benutzen das Anästhesisten zum Teil sehr erfolgreich, auch hier in Deutschland. Und dann, das ist das also, was ich dazu zu sagen hätte. Wir müssen dann ein paar Tests machen, wo ich dir das mal und den Zuschauern kurz zeigen kann in der Praxis, wie sowas aussieht, wie sowas geht. Ja?
Und wenn man mit 3, 4, 5 Tests, jeder 30, 40 Sekunden, siehst du gleich, wie es funktioniert. Ja, ja das, lass uns das doch mal machen. Hast du noch andere Fragen, bevor wir testen? Findet man, wenn man jetzt interessiert ist hier, auch spezielle Webseiten für Kinesiologie, wo man sich hinwenden kann? Würdest du da etwas empfehlen? Gibt es Scharlatane? Es gibt in jeder Beruf Scharlatane. Ja, leider. Das ja, auch bei Talkshow-Mastern. Gibt es überall Scharlatan. Das ist normal, das bleibt nicht aus. Was ich nicht mag, als ich jung war, war angesagt, in die Toskana zu fahren zum Töpfern. Töpfern in der Toskana. Ja, das stimmt. Irgendwo habe ich da auch noch so ein Echo. Mhm. Ja, okay. So, und was dann passierte, da ist dann eine Frau in die Toskana gefahren und hat dann einen Kurs gemacht, oder vielleicht auch ein Mann, Töpfern, und kam dann nach 5 Tagen in Toskana mal die ersten Schritte gelernt, wie man töpfert, zurück und hat sofort in Wanne-Eickel eine Abendschule angeboten, dass sie Kurse gibt jetzt in Töpfern. Ja. Ah ja. Okay. Mhm. Oder ich bekomme da neulich eine Zuschrift von einer Frau. Ja, ich habe das getestet, ihr Produkt, und das funktioniert nicht. Dann sage ich, wer hat das denn getestet? Ja, ich habe 2 Freundinnen, die kennen sich in Kinesiologie aus. Ja? Ich weiß jetzt schon, ohne die Freundin jemals getroffen zu haben, die haben keine wirkliche Ahnung. Das hat es in 10 Jahren noch nicht gegeben, dass es nicht funktionierte. Ja? Mhm. Also es passiert dann sehr schnell, da muss man vorsichtig sein, dass jemand, wenn der ein bisschen reingeschmeckt hat, sagt man dazu, dann gleich in Kapazität ist. Ja, ja, das ist richtig, das kennt man dann schnell. Die sind dann begeistert, wissen ja ein bisschen was und merken nicht, wo sie das schief daneben liegen. Mhm. Und dann habe ich auch schon hingegangen und gesagt, du, tu mir einen Gefallen, ich bin in Amerika, schieß mir ein kurzes Video, wie du das machst, und schickst mir das rüber. Ja. Und dann kam dann das Video und gesagt, du, schau, das und das ist falsch, du weißt nicht, was du tust. Und versucht die Leute dann zu helfen, zu korrigieren, dass sie das erkennen. Zurück zu deiner Frage. Ich kenne jetzt keine Webseite in Deutschland, da gibt es mit Sicherheit was, muss man googeln. Aber wie gesagt, es gibt 2, 3 Schulen, wo man Kurse besuchen kann, um das zu lernen. Ich empfehle den Leuten, bevor ihr Kurse besucht, lest die paar Bücher, die ich empfehle. Schaut euch 10, 15 Videos an. Dann habt ihr so viel Grundmaterial, probiert mal ein bisschen aus und dann geht ihr zum Kurs. Dann seid ihr ganz weit vorne. In kürzester Zeit, das zu einem Niveau zu lernen, wo du es in deinem täglichen Leben anwenden kannst. Man muss unterscheiden zwischen der privaten Anwendung und ob ich jetzt Menschen behandle. Ja? Das ist eine höhere Verantwortungsstufe. Ja, klar. Und wenn du das anwenden kannst für dich selbst, kannst du dein Leben verbessern. Ich behaupte in meinen Seminaren, dass ich sage, ein sinnvolles Überleben ist nur mit Kinesiologie möglich. So weit gehe ich. Weil wenn ich nicht kinesiologisch die Lebensmittel austeste, die ich zu mir nehme, kann ich nicht wirklich gesund sein oder mein Wasser austeste, was ich trinke. Mhm. Also es ist zum reinen Überleben, wenn ich das zum Hausgebrauch lerne, weiß ich meine direkten Produkte, die ich nehme, die ich esse, welche sind richtig für mich und welche nicht. Das ist meine Kernbotschaft. Ja, gut, dann zeig uns mal was. Also auf geht's. Auf geht's. Lass uns machen. Ja, jetzt wollen wir also Folgendes machen, ein paar Tests machen und zeigen, wie Kinesiologie prinzipiell funktioniert. Wir haben unseren Kameramann, berühmten Kameramann, und jetzt gehen wir einfach mal hin und testen erstmal, ob er testfähig ist. Man kann mit jedem Muskel im Körper diesen Test machen. Man macht es oft bei solchen Demonstrationen im Stehen. Wenn ich mit Leuten länger arbeite, lege ich sie auf eine Pritsche, dass es entspannter ist. Man muss den Arm auch nicht total hoch heben, weil das wird ein bisschen ermüdend. Man kann ihn auch so absenken, das wird weniger ermüdend. Ja? So, ich setze meine 3, 4 Finger hinter seinem Handgelenk an und drücke etwas runter und er gibt mir Gegendruck. Aber es geht nicht darum, wer von uns stärker ist. Er ist erst größer und stärker als ich. Es geht darum, dass wir im Gleichgewicht Druck haben. Dass dabei aber nicht das Ganze wackelt wie ein Kuhschwanz, sondern einfach, ich gebe Druck und du drückst dagegen, schön stabil, ruhig. So, und jetzt sind wir ungefähr gleich im Druck. Ja? Mhm. Dann gibt es einen Kontrollpunkt. Und wenn ich da jetzt drauf gehe und er wird schwach, dann ist das positiv. Der einzige Punkt, wo er schwach werden sollte, weil dann ist er testbar. Wenn er da nicht schwach würde, dann wäre er nicht testbar. Also testen wir, ob er testbar ist. Machen wir da mal hin. Er wird schwach, er ist testbar. Okay, so, und jetzt kann ich ihn testen. Und bei allen anderen Punkten, die wir jetzt testen, immer wenn die Antwort auf eine Frage ja heißt oder positiv ist, ist er stark.
immer wenn die Antwort auf eine Situation oder Frage Nein heißt oder negativ wird, dann wird er schwach. So, das versuchen wir einfach mit einem einfachen Wort. Sag ja Ja. und du sagst den Leuten, was du empfindest, Ich stark oder bin schwach. stark und Das stabil. stark, gut, stark. So, sag nein. Nein. Ups. Da fühle ich mich etwas schwächer. Okay, wenn es ja ist, ist er stark. Wenn er sagt nein, Nein. wird er schwach. Das heißt, das Wesen sagt zu einer Sache nein. Jetzt gebe ich hier am einfachsten hin und nehme zwei Früchte und den Apfel. Und jetzt testen wir den Apfel aus. Jedes Produkt auf dieser Welt hat eine Frequenz. Und wir sehen, was sein Wesen sagt, was er über diese Frequenz denkt. Will er die haben? Ist die gut? Gib mir mehr davon. Ja, stark, ne? Gut, das heißt das also, das ist gut für ihn zur Ernährung. Nehmen wir die Apfelsine. Ja. Nein. Also offensichtlich, der Apfel ist positiv. Kinesiologie gibt uns die Antwort, ist da mehr von. Die Apfelsine ist negativ, tut mir leid, solltest du nicht essen. Einverstanden? Das war der Einstiegstest. Gut, dann machen wir jetzt den zweiten. Wir haben hier ein Mobiltelefon von einem Kollegen und dieses Mobiltelefon hat angeblich eine Sache eingebaut, die das Mobiltelefon nicht mehr gefährlich macht. Jedes Mobiltelefon ist gefährlich. Jetzt checken wir ihn ab, ob das Mobiltelefon für ihn gefährlich ist. Und wenn das gefährlich ist, dann würdest du schwach. Wenn es nicht gefährlich wäre, wenn es in Ordnung wäre, wärst du stark. Okay. Zweifel? Zitterig bin Du ich. warst ein bisschen zitterig. Ja. Das ist die Angst vor mir, das kenne ich. Also, Naja. jetzt nehmen wir das andere, denn zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Produkt von mir, von Protect Pro, das ist Mobiltelefonschutz. Halten wir da drauf. Das macht nichts. Das macht nichts heißt. Das steht gerade Stark, weiter. Ja, du bist stark. stark, ja. Nochmal zum Vergleich. Ups. Ja? War eindeutig, oder? Ja. Also, das Telefonteil, Schutzteil, was hier in dem Telefon eingebaut ist, davon kann ich jetzt kinesiologisch den Standpunkt klar vertreten. Dieses Teil schützt das Telefon nicht. Mit meinem Teil hat es es geschützt, basta aus. Okay, machen wir den dritten Test. Das ist der Test 3 von 4 Tests, die wir machen. Der Test 3, fragen wir dieses Kranenwasser von eurer Stadt, sagt der Körper, das ist okay oder das ist nicht okay? Wenn es okay ist, bist du stark. Wenn es nicht okay ist, wirst du schwach. Ups. Nicht so doll. Nicht so doll, ne? Wasser ist nicht okay. Das Wesen sagt, gib mir das Wasser bitte nicht. Jetzt nehme ich meinen sogenannten Wand 3, halt in eine Sekunde auf das Wasser drauf und dann fragen wir das Wasser wieder. Bist du okay? Ist das Wasser jetzt okay für dich? Wenn du stark wirst, dann ist es okay. Wenn du schwach wirst, bist du nicht okay. Gut. Okay, das heißt, wir haben das schlechte Wasser umgedreht in ein gutes Wasser. Innerhalb einer Sekunde in der Kinesiologie kann ich das klar ablesen. Dann kommt der nächste Test. Wir haben also gerade gesehen, dass der Test vom Wasser positiv ist, ja? Okay. Jetzt nehme ich hier ein Blatt und halte das Blatt unter das Wasser. Also. Jetzt testen wir dich nochmal. Nee. Das Wasser, was gerade noch gut war, ist jetzt schlecht. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich hier ein Blatt runtergehalten habe. Und was steht auf dem Blatt? Hass. Hass. Das heißt, wir haben die Frequenz des Wassers umgetauft, nachdem das Wort Hass nur geschrieben wurde. Und wir wissen ja, dass normalerweise Wasser nicht lesen kann, ne? Aber sogar umgedreht hat das Wasser diese Frequenz erkannt. Und das Wasser wurde umgedreht in etwas Negatives. Und das geht nur auf Basis der Quantenphysik. Jetzt nehme ich einen zweiten Zettel und halte den drunter. Nochmal. Und was sagt der Körper jetzt? Wasser ist gut. Tja, Ja? kann Stark. nicht stehen, ja? Stark, Klar. ne? Okay. Dann lese mal vor, was da steht. Norbert. Okay. Jo, das ist stark. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier, was auch zum Wasserthema gehört, einfach gezeigt, wie Wasser Informationen speichert und wenn es das dann an dich weitergibt. Ja?
Alright, dann machen wir jetzt den letzten Test für heute. Wir checken dich ab, inwieweit deine Drüsen, also wir müssen ja auch noch die Funktions, also wir haben jetzt Kinesiologie-Testfrequenzen gemacht, jetzt machen wir Funktionen, das heißt Drüsen im Körper. Wir checken bei ihm ab, wie ist die Thymusdrüse. Du musst dich da vorstellen, ja, das ist blöd. Ich kann das von der Seite machen. Wie ist die Thymusdrüse? Ein bisschen mehr mir geben. Ja. Okay, ein bisschen mehr. Okay. Thymusdrüse ist schwach. Die Schilddrüsen sind schwach. Und die Zirbeldrüse ist schwach. Das ist bei vielen unserer Gesellschaft so, dass sie Handlungsbedarf haben, dass diese Drüsen... Ja, du hast schon unten. Ich hab's unten schon? Mhm. In der Hosentasche. Oh, hast gut beobachtet. So, jetzt habe ich eine Technologie entwickelt, um die Energie in diesen Drüsen zu erhöhen. Wir machen das mal hier hin. Jetzt checken wir die Drüsen nochmal ab. Thymusdrüse. Und? Stehe gerade. Stark. Kein Problem. Schilddrüsen? Kann ich halten, kein Problem. Ja, du musst sagen, ob es stark oder schwach ist. Das ist stark. Stark. Und die Zirbeldrüse? Auch stark. Auch stark. Das heißt, wir konnten jetzt innerhalb kürzester Zeit die Drüsen unterstützen und in Kinesiologie kann ich nachverfolgen. Wenn ich jetzt diese Therapie nehme, hat diese Therapie einen Erfolg. Ja? Und sie zeigt, dass sie einen Erfolg hat. So, jetzt hat er eine schwache Schilddrüse, die unter anderem neben Vergiftungen und Umweltbelastungen, elektromagnetischen Strahlungen auch hindeuten kann auf einen Mangel an Jod. Ja? Jetzt wollen wir dich abchecken, ob du einen Mangel an Jod hast. Das machen wir in Kinesiologie. Wenn ein Arzt dir verschreibt, 3 Pillen pro Tag von dem, woher weiß er das? Steht so drauf. Steht auf der Packung drauf. Mhm. Woher weiß die Packungsfirma, dass es 3 Pillen am Tag sind? Die haben irgendeinen Test gemacht. Die haben keinen Test gemacht. Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, sie wissen nicht, wie viel du brauchst. Sie schmeißen nur mal 3 Stück raus. Mhm. Die einzige Art, die ich kenne auf der Welt, das festzustellen, ist durch Kinesiologie. Ja. Wenn du die Hand aufhältst, ich habe jetzt hier ein Jodpräparat und wir fragen jetzt den Körper, brauchst du 1 davon? Halt dagegen. Was sagt der Körper? Ja. Ja, gut. Dann sagen wir, okay, gut. Also 1 hast du gesagt, brauchen wir. Jetzt fragen wir den Körper, brauchst du 2 davon? Was sagt der Körper? Ja. Ja, ich brauche 2 am Tag davon. Jetzt fragen wir, wie viel brauchst du am Tag? Vielleicht 3? Was sagt der Körper? Will ich auch noch haben. Willst du auch noch haben? Du hast, bist einfach ein Vielfraß. Jetzt fragen wir, brauchst du 4 am Tag? Was sagt der Körper? Nee, das ist zu viel. Ich nehme den weg, checken wir nochmal ab. 3 am Tag. 3 ist so, gut. Jetzt habe ich getestet und weiß, dass er 3 Stück am Tag braucht. Das kann aber für eine Woche sein, das kann für einen Tag sein, ja. Das kann sich ändern. Na klar. Jetzt nehme ich aber meine Technologie, um Geld zu sparen. Nimm diese 3 und leuchte die an mit meiner Energielampe. Und jetzt frage ich den Körper nochmal, wie viel brauchst du denn pro Tag? Brauchst du 1? Dagegen? Was sagt er? Jupp. Dagegen halten. Mhm. Brauchst du 2? Nicht mehr. Nicht mehr. Das heißt, er hat vorher 3 gebraucht. Und wenn ich meine Technologie anwende, braucht er statt 3 nur noch 1. Er spart sich also eine ganze Menge Geld, indem er die ganzen Medikamente und Ersatzungsnahrungsmittelergänzungen reduzieren kann, bei gleichem Ergebnis. Mhm. Okay? Schön. So, dann machen wir das letzte Abteilung. Vorletzte Abteilung. Wir können also Kinesiologie die Frequenzen testen. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir die Organe, Funktionen getestet. Jetzt testen wir Strukturen. Zum Beispiel sein Rückgrat, wie es da aussieht, ob er da Handlungsbedarf hat. Halt dagegen. Wir fangen beim Atlas an. Und siehe da, er hat ein Problem im Atlas. Der Atlas müsste also in Angriff genommen werden. Fangen wir mal die einzelnen ab. Stark, 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 stark. Also, Atlas. Sein Rückgrat ist also in Ordnung, die Bandscheiben soweit.
Aber der Atlas bedarf etwas Arbeit. Kommt oft daher, dass wir uns einfach zu oft am Computer zu lange so sitzen. Oder falsch schlafen. Oder falsch schlafen. Oder mit falsch schlafen oder was immer. Falsch schlafen. Mhm. So, letzte Abteilung ist dann die mentale Seite, über die wir gesprochen haben. Ich mache also den Armausdruck hier. Und ich jetzt in der Abwesenheit von Leinwand und so, schmeiße einfach ein paar Worte in die Gegend. Ja? Mhm. Frieden. Krieg. Helfen. Zerstören. Gut. Böse. Merkst du den Unterschied? Ja. Das heißt, das Wesen reagiert auf Worte, auf Taten, auf Bilder, auf Symbole, die dann jeweils was übermitteln an dich. So eine Assoziation dann wie Niedergeschlagenheit bei den negativen Sachen und dadurch wird man schlaff. Genau, genau. Okay, das war also ein improvisierter Gang. Hier im Garten neben den, können wir mal die Bienen zeigen? Neben den Bienen, ja? Und neben dem Kaminholz für den Winter, wenn ich wiederkomme, ja? Ich danke euch allen. Schönen Dank für die Zusammenarbeit. Haben wir gut hingekriegt. Danke dir. In untergehender Abendsonne. Ciao, ciao. Ciao. Ja, jetzt sind wir zurück. War beeindruckend. War einfach mal beeindruckend, das zu sehen. Und es hilft immer weiter, weil man es dann selber mal kennengelernt hat. Wobei wir ja festgestellt haben, dass ich das nicht so gut mache. Ne? Ja, gut. Da musste dann der arme Kameramann mal dran. Jetzt wissen die Zuschauer auch, wie unser Kameramann aussieht. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, da muss das sein. Ja. Aber es funktioniert prinzipiell bei jedem. Bei manchen muss man ein bisschen mehr üben, bis man locker wird. Aber es funktioniert. Damit meinst du mich, da hast du ja auch recht. Damit okay, also dann sage ich jetzt mal, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Für Kaffee und Kuchen. Kaffee und du hast keinen Kaffee getrunken. Ach so, ja. Kuchen. Würdest du nie machen? Würde ich nie machen. Nie machen. Gut. Okay, ich denke, wir werden uns wiedersehen. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und dann möchte ich hiermit den Zuschauern sagen, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß dran und habt auch Neues mitgenommen, Neues erfahren. Und gerade Kinesiologie ist ja etwas, was sich geradezu anbietet, dass man das mal als Technik lernt, um auf seine eigenen Schliche zu kommen, um es mal so auszudrücken. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr werdet uns auch beim nächsten Mal einschalten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.